Hallo, guten Tag, liebe Leute in Augsburg und Umgebung. Mein Name ist Anton Steinböck, ich bin Fahrlehrer bei der Fahrschule Bruckner GmbH hier in Augsburg und Umgebung. Wir sind zurzeit sozusagen mit einem Berufsverbot belegt, da wir unsere Kundschaft nicht wie gewollt und gemocht versorgen können. Wir bedauern das sehr, aber es geht allen Fahrschulen hier in Bayern so gleichermaßen. Aber es ist nun schon eine ganze Zeit her, sodass wir wirklich Angst haben, dass uns die Schüler auch austrocknen. Es wird kein Geld verdient in vielen Bereichen. Und das ist der Schmierstoff der gesamten Wirtschaft hier in Bayern. Deswegen erwarten und hoffen wir davon, dass der Herr Ministerpräsident Söder sich dieser Dinge annimmt. Wir haben eine sehr große Gruppe als Fahrlehrer und unsere Fahrschüler. Wir wären eine gute Pressergruppe, aber da wir Einsicht verhalten haben und Vernunft, werden wir warten, dass möglicherweise sich die Dinge verbessern und nach Möglichkeit dieses Virus eingegrenzt und nach Möglichkeit auch ausgemerzt wird. Ja, das ist natürlich eine wirklich harte Geschichte, gell, für die ganzen Fahrlehrer und für die Fahrschüler auch, die jetzt nicht zu ihrer Prüfung kommen und dann auch keine Fahrzeuge steuern dürfen. Das ist sehr gut beobachtet. Das kam ja wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Am 12. haben wir die letzte Prüfung gefahren und am nächsten Tag war Ende Gelände. Wir haben sehr viele Schüler, die auch vorbereitet waren für die Woche drauf und folgende. Und das ist nun mit einem Schnitt da weggegangen. Das trifft uns hart, aber das trifft auch hart unsere Schüler. Besonders hart trifft es die Priester, die aus fernen Ländern angeworben sind und am 1.9. Pfarreien hier in Bayern oder Baden-Württemberg annehmen müssen. Das sind Priester, die in diesem Fall aus Indien stammen und dort angeworben sind, weil hier die Kirche doch erhebliche Schwierigkeiten hat, Nachwuchs anzuwerben. Und die brauchen den Führerschein, oder? Die brauchen den Führerschein, wenn sie eine Pfarrei übernehmen. Dann müssen sie beweglich sein, denn heutzutage ist eine Pfarrei nicht mehr an einen Ort gebunden, sondern sie müssen mehrere Ortschaften abdecken und müssen für ihre Schäflein erreichbar sein und auch vor Ort. Okay, jetzt habe ich es gar nicht so gesehen. Es gibt ja einen Augsburg, das ist tatsächlich in der Stadt auch. Aber ja. Wir sind seit einigen Jahren im Fokus der katholischen Kirche, des Bistums hier in Augsburg und bekommen jedes Jahr einen erheblichen Anteil dieser Menschen aus aller Herren Länder, die wir dann über eine Zeit lang begleiten dürfen und auch zum Führerschein führen dürfen. Die hat es ganz besonders hart getroffen, da in ihrem Heimatland in Indien eine ganze starke Welle dieser Corona sie begleitet. Also viele Infizierte auch in Indien da sind. Ja, und es kommt auch hinzu, dass sie ihren Jahresurlaub, auch schon die gebuchten Flüge, nicht wahrnehmen konnten. Sie sind jetzt hier verblieben und sind natürlich auch Gefangene dieses Coronavirus und müssen sich genauso die Gegebenheiten stellen. In der letzten Woche beginnend verstärken natürlich auch die Fahrschüler, auch unsere lieben Fahrschüler aus Augsburg und Umgebung, wieder verstärkt fragen nach. Sie können es nicht verstehen, dass wir nicht zumindest Unterricht betreiben können und auch keinen Fahrunterricht machen dürfen. Das ist doch theoretisch Videounterricht. Das ist also richtig, das ist das Home Learning, das machen wir auch, das ist auch von uns begleitet. Wir haben sogar Zugriff darauf über die App und können sehen, wie die Lernfortschritte sind. Aber ein Unterricht von Mensch vor Menschen ist etwas anderes mit der direkten Frage-Gegenfrage. Und wenn es normalerweise läuft, können auch unausgegorene Fragen gestellt werden und dann in eine vernünftige Zielführung gelegt werden. Wie viele Fahrschüler hast du normalerweise? Oh, das ist nicht unbedingt ein großes Geheimnis, aber wir haben in dem Betrieb, den ich zu verantworten habe, ca. 100 bis 120 Fahrschüler gegenwärtig und niemand kann fahren. Das ist also ein totes Kapital, was da liegt und wir müssen überbrücken. Wir haben etwa 10 Fahrlehrer im Durchschnitt, die voll angestellt sind zurzeit in Kurzarbeit.
Und wir haben auch Aushilfskräfte, die aber in anderen Berufen ohnehin sind und das nebenher machen und bei Bedarf abgerufen werden können. Trotz alledem ist es für alle Fahrschulen, unsere eingeschlossen, keine leichte Zeit, in der wir uns jetzt hier bewegen müssen. Ja, das ist natürlich keine leichte Zeit, das glaube ich. Und, lieber Anton, ich muss jetzt nochmal fragen, du bist Fahrlehrer seit wie vielen Jahren? Ich bin nun seit 53 Jahren aktiv Fahrlehrer in diesem Beruf, habe davor aber eine Lehre in Hamburg noch gehabt als Bierbrauer und Melzer. Jetzt darf ich da noch danach fragen, wie alt bist du denn, Anton? Ich bin dieses Jahr genau 77 Jahre, aber für meine Fahrschüler bin ich seit 38 Jahren immer 38 gewesen. Der Anton aus Tirol, oder? Na, der Anton aus Augsburg. Aber du stammst ursprünglich aus Hamburg? Ja, in Hamburg bin ich geboren und aufgewachsen, aber die Wurzeln meiner väterlichen Linie liegen im alpenländischen Raum. Daher auch der Name Anton und Steinböck. Okay, ja, das klingt natürlich schon sehr passend. Ja. Back to the roots. Du hast ja auch eine sehr intensive Verbindung und Bindung nach Katalanien. Katalonien, ja. Katalonien verwechsel ich immer, ja. Ich glaube, da gibt es Leute dort in Katalonien, die sehen dich als bayerischen Botschafter in ihrem Land. Was geht da? Was macht sie da? Es hängt damit zusammen, dass ich aufgrund meiner Gesamtentwicklung als Person auch über die Jahrzehnte hin, auch Kontakte hatte zu diesen nach Freiheit strebenden Katalanen. Man hat sich ausgetauscht, das fing aber schon an in der Jugendbewegung und das hat sich so fortgesetzt. Gegenwärtig ist es so, dass wir zu der amtierenden katalanischen Regierung Kontakte pflegen und jedes Jahr an der Nationale Catalunya beteiligt sind. Wir legen dort im Auftrag einer Partei, die hier in Bayern angesiedelt ist, einen Kranz nieder, bringen ein Gastgeschenk und dann nehmen wir ebenfalls teil an diesen Dingen. Im letzten Jahr, 2019, hatten wir eine Audienz von ca. 30 Minuten, wo der zurzeit amtierende Präsident uns persönlich empfangen hat. Da gibt es auch Bilder davon, die gemacht worden sind und ein Schreiben an mich persönlich adressiert nach Bayern. Das ist auch das. Und wir sehen in den Katalanen die Bayern so in Spanien. Die haben ungefähr die gleiche Mentalität und da wir jedenfalls ein erheblicher Teil in Bayern, auch nach Separation streben und wieder zurück wollen zur staatlichen Eigenständigkeit innerhalb des Vereinigten Europas als Regionalregion aufgenommen. Und das wird dort thematisiert und darüber wird gesprochen und muss sagen, die Katalanen sind jedes Mal froh. Wir sind auch durch unser Erscheinungsbild, wir treten in Tracht dort auf, in bayerischer. Und deswegen wir auch. Das gefällt Ihnen sicher sehr gut. Das gefällt Ihnen nicht nur sehr gut. Der Wiedererkennungswert ist dadurch natürlich grandios, so dass wir immer wieder auch angesprochen werden, wenn Sie uns sehen, schön, dass Sie da sind, gut, dass es Sie gibt, die Bayern. Und das ist eine tolle Sache. Das mache ich gerne. Und das werde ich auch in der Zukunft fortsetzen. Bedauerlicherweise dieses Jahr am 11.09., das ist der Nationalfeiertag, wird wohl keine solche Menschenansammlung wie sonst mit 1.800.000 Menschen auf den Straßen in Barcelona stattfinden. Aber dem müssen wir uns auch beugen. Aber deswegen geht die Freundschaft und die Affinität zu diesem Lande nicht verloren. Okay. Jetzt hast du, also anderes Thema, wieder zurück nach Augsburg, du hast ja wirklich viele Kontakte zur Jugend. Wir waren ja schon mal zusammen im Bierzelt. Ja. Und also es muss mich wirklich wundern, wie viele junge Mädels und Buben, quasi also 18-, 20-Jährige und sowas, dich da ansprechen und grüßen. Du bist also sehr beliebt mit der ganzen Jugend, wahrscheinlich von der Fahrschule her. Was weißt du, was hörst du durch deine Kontakte von dieser Jugend, was die über die Corona-Krise denken? Ja, das ist natürlich ein Schweif, der hinter einem Stern sich herzieht wie bei einem Kometen. Das Problem ist, dass wir als mündige Staatsbürger uns nicht in jedem Fall so behandelt sehen, so höre ich das von den jungen Leuten. Sie fühlen sich nicht informiert und die halbe Wahrheit fürs ganze Volk hat noch nie
etwas Gutes bewirkt. Das öffnet Tür und Tor für solche Leute, die immer schon mal in die Öffentlichkeit wollten und alles das konterkarieren, was hier von der Regierung und ihren Beratern aus der Medizin und die damit etwas zu tun haben, von Fachleuten gemacht wird. Hier sind wir aber an einer Schwelle, das muss ich noch mal sagen. Das ist auch etwas, was immer wieder kommt. Sie fühlen sich hier nicht mehr als mündige Staatsbürger, weil auch der Eindruck entsteht, dass hier nach Gutherrenart regiert wird und das Parlament, das gewählt wird, nicht in dem richtigen Maße einbezogen wird. Die Differenziertheit. Also das ist, was die Jugend hier auch sagt. Ja, die fühlen sich hier praktisch, wie soll ich das sagen, die fühlen sich nicht ausreichend und hinlänglich informiert. Was ist dahinter? Wie lange es dauert? Das sind Sachen, die sehr stark sind. Die verstehen auch nicht. Sie verstehen, dass da etwas ist und dann kommen Menschheitsbeglücker über die Medien, in diesem Fall die in den neuen Medien, die dann sagen, hier alles Trug und was weiß ich, in Hunger. Also quasi Leute, die auffordern, den Coronavirus zu ignorieren. Ja, die das kleinreden und auch mit Scheinbelegen hinterlegen. Die Tage ist noch jemand an mich herangetreten, der hat mir das gezeigt, dass eben da aufgelistet war, so und so viel Tote durch die Corona-Krise, so und so viel Tote durch Lepra, was weiß ich alles, ist aufgelistet und dann durch die normalen Erkältungskrankheiten, das sei viel mehr und. Das beunruhigt die Jugend. Die wollen wissen, was ist da los und wie lange wird es möglicherweise dauern. Es ist also zu nebulös, was uns dort angeboten wird. Und im Übrigen zu der... Tut es auch, dass die Information von staatlicher Seite zu nebulös ist? Ich kann das eigentlich nicht bejahen. Ich persönlich sehe das so, dass die Regierung uns genügend aufklären soll. Dies von 14 Tage auf 14 Tage öffnen, schließen. Die sollen uns lieber etwas längere Dinge geben, damit wir uns vorbereiten können, auf was wir uns da einlassen. Man muss doch auch feststellen, dass gerade hier in Bayern, gerade auch in Augsburg, die Menschen sehr, sehr bereitwillig diesen Vorgaben folgen. Ja. Und es ist auch sehr zu bewundern, dass alle sich weitgehend an diese Vorgaben halten. Bloß wenn man nachfragt, dann weiß keiner so richtig, warum und wo das Ziel ist. Das Ziel steht im Nebel. Das ist etwas, was die jungen Leute auch etwas irritiert. Zu der Frage vorhin, warum junge Leute in mir jemanden Sympathischen sehen oder was, weiß ich nicht. Ich funktioniere in meinem Beruf so, wie sich das Menschen vorstellen, wenn sie ins Auto einsteigen. Sie werden mit Respekt behandelt und auch in Respekt verabschiedet. Und sie können so kommen, wie sie sind. Sie werden auch genauso gehen können, wie sie gekommen sind. Ich habe keinen Erziehungsauftrag. So ist es, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Und Respekt gehört natürlich zu das gehört dabei und das wird auch im Allgemeinen so aufgenommen, wahrgenommen und weitergegeben. Und daher ergibt sich, dass ich habe Schüler, die sich nach 35 Jahren auf mich zubewegen und sagen, kennst du mich noch? Mit Familie dabei und so weiter. Das freut mich natürlich, wenn Menschen, die ja mittlerweile in diesem Staat einiges erreicht haben und auch wichtige Leute sind. Aber nochmal zurück zu den Vorgaben der Regierung. Ich würde mir wünschen, dass man weniger ist oftmals mehr und dann sagt, so, jetzt haben wir das bis hierhin und jetzt schauen wir mal weiter. Okay. Was ist deine Hoffnung und deine Erwartung, bis wann zum Beispiel die Gastronomie wieder öffnen kann, teilweise eröffnen oder unter Auflagen eröffnen kann? Meine Hoffnung, was gerade die Gastronomie angeht, ist darin begründet, dass es wieder Begegnungsstätten gibt, auch wenn man 1,50 Meter Abstand halten muss oder mehr, dass man hier wieder mit anderen Menschen Kontakte aufnehmen kann, die zurzeit ja alle ruhen, dass man sich austauschen kann, dass man jemandem in die Augen schauen kann. Kann das passieren? Ich hoffe, so bald als möglich. Hier vertraue ich wirklich auf die Menschen, die das beruflich machen, die Virologen und alle, die damit umgehen, dass sie die Regierung so beraten, dass es
uns nach und nach gelingt, dass wir vorsichtig uns in eine neue Zeit nach dieser Corona einrichten können. Und es wäre zu wünschen, dass die vielen Betriebe, die momentan da dran sind, ein geeignetes Serum zu entwickeln, um gegen dieses Virus vorzugehen. Da gibt es ja verschiedene Meldungen, auch ein deutsches Institut ist dabei, wo das in die Testphase geht, und ich hoffe, dass wir das dann hinter uns bekommen. Sollte es länger sein als bis zum Jahresende, was zu befürchten ist, dann soll die Regierung wirklich uns als Bürgern rein Wein einschenken, damit wir uns richten können. Denn wenn man sich vorstellt, dass es Menschen gibt, hier in Augsburg auch, die eine Dreizimmer-, Zweizimmer-, Einzimmerwohnung haben, keinen Balkon und dann eben auch die Ausgeherlaubnis eingeschränkt, dann muss ich sagen, ist das eine große Leistung von diesen Menschen, sich daran zu halten. Aber das wird auf Dauer so nicht gelingen können. Dazu kommt auch das Versammlungsverbot, auch diese eingeschränkten Rechte, die in unserem Grundgesetz festgelegt sind. Ich will das jetzt nicht überbewerten. Man muss abwägen. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung Söder hier allergrößte Behutsamkeit an den Tag legt und die Bürger im Allgemeinen den Eindruck haben, die wissen, was sie tun und führen uns auch in die richtige Richtung. Das wäre das, was ich als Einschätzung in das Ganze geben kann. Ich bin kein Parteienvertreter der CSU und auch keiner der Freien Wähler. Ich bin ein einfacher Bürger hier in Augsburg und in Bayern. Aber ich fühle mich gegenwärtig von der Politik dieser Mannschaft sehr gut begleitet und geführt. Okay, also dann wollen wir hoffen und können nur hoffen, dass es Medikamente gibt, Impfungen, Medikamente dagegen, und dass dann vielleicht schon ab Juni oder ab Mitte Mai gewisse Gastronomien unter Auflagen wieder öffnen können, und dass vor allem irgendwann, ich hoffe noch dieses Jahr im Herbst oder vielleicht hoffentlich nicht später, die ganze Pandemie beherrschbar wird. Ja, das wäre eine Hoffnung, die ich teilen möchte. Es ist ja angedacht, nach Pfingsten die Gastronomie zu öffnen, möglicherweise, wenn es die Begleitumstände zulassen. Pfingsten ist Mitte Juni? Ende Mai müsste das dieses Jahr sein. Ja. Und ich denke, dass auch wir als Fahrschulen, ich hoffe zwar früher, so wie die Friseure ja nun auch schon aufmachen können, wo eine sehr starke Kundennähe ist, so kann ich mir das vorstellen, dass man auch den Fahrschulen es möglich macht. Wir haben auch von unseren Fahrlehrerverbänden Vorschläge gemacht, wie das zu machen wäre. Da will ich jetzt aber im Moment nicht weiter drauf hinführen, aber es wäre wünschenswert, dass dann die Dinge wieder ins Rollen kommen, denn es sind ja auch Berufe davon abhängig für Menschen, die den Führerschein für ihren Beruf brauchen, und somit sehe ich auch hier ein Fürsorgegebot gegenüber den Menschen, die in Ausbildung sind. Diese Ausbildung ist abrupt abgeschlossen. Wir selbst haben 3 Fahrlehrer in Ausbildung. Die Ausbildung ist unterbrochen, ebenfalls aufgrund dieser Dinge, und deswegen ist es kein einfaches Tun. Ja, also ich muss sagen, wir verbleiben natürlich mit dem Wunsch und den Hoffnungen, dass es alles besser wird und wieder einigermaßen normal wird. Hast du noch einen letzten Gruß, was du den Augsburgern noch wünschen würdest, oder was würdest du dir von den Augsburgern wünschen? Ich würde den Augsburgern, den Bayern und allen Menschen in dieser Welt wünschen, dass dieses Gespenst, das unsichtbar für alle ist, aber eine große Macht gegenwärtig über uns und unsere Länder hat, dass wir das in den Griff bekommen und dorthin zurückschicken, wohin es gehört. Alles klar, ich danke für das Gespräch, Anton Steinbeck. Dankeschön, und ich wünsche allen, die in Ausbildung sind, dass sie bald wieder diese Ausbildung aufnehmen können und positiv beenden. Grüß Gott, alle da draußen.